Ja, dann was knapp angefangen am Start. Heute mit einem neuen YouTube-Video. Endlich kommt der Cold-Sorg-Build, der Endgame-Cold-Sorg-Build. Denn ich habe ja schon für euch mal ein Letterstar-Sorg-Build gemacht. Da ist auch der Anfangs-Blizzard-Build dabei, mit dem wir am Anfang MFen können. Könnt ihr gerne abchecken. Hier geht es jetzt wirklich darum, wenn ihr dann im Endgame angekommen seid, wenn ihr den Cold-Thunder-Charm bekommt, den ihr relativ gut bekommt, und welches Gear ihr dann nimmt. Und außerdem habe ich noch eine kleine Alternative, die ich in dem anderen Video nicht angesprochen habe, wie ihr relativ gut farmen könnt. Bevor wir jetzt gleich ins Detail reingehen, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefällt im Anschluss. Und außerdem würde ich mich über ein Abo freuen, wenn euch generell das Video und auch der Content auf meinem Kanal gefällt. So, dann gehen wir direkt rein. Und zwar gehen wir erstmal in die Skills rein. Ne? Da haben wir, also es ist jetzt quasi für P8 ausgelegt. Wenn ihr hier auf Level 99 ballern wollt, dann ist es quasi wirklich für rein 99 ausgelegt. Ihr seht hier auch, der Char ist auch hoppala. Muss gerade gucken. Der Char ist Level 90 und ihr habt quasi nur noch Cold Mastery. Das macht er natürlich dann anschließend Max. Da braucht er natürlich insgesamt nur 150 Hammer. Also ihr müsst insgesamt auf 200% kommen. Da kommen wir aber gleich dazu. Erstmal zu den Skills. Ne? Ist eigentlich das gleiche wie im anderen Video. Blizzard maxen hier die Synergien, maxen einen Punkt hier rein, einen Swärme hier jeweils ein und dann Cold Mastery maxen. Wichtig, ihr wollt auf 200% kommen. Das heißt, ihr seht hier, wir haben hier 205% Enemy Cold Resistance. Das heißt, wir sind schon drüber. Ne? Mit dem CTA werden wir nochmal höher. Also, wieso wollt ihr auf 200% kommen? Denn wir gehen davon aus, dass ein Cold Immune Mob da ist. Der wird gesandert, dann hat er noch 95% Resis und er kann maximal minus 100% Resis haben. Das heißt, ihr braucht insgesamt minus 195% Resis, damit ihr die maximale Minus oder die maximale negative Resistenzen von dem Mob habt. So, dann gehen wir gleich rein hier, ne? Stärke ganz normal, so dass ihr euer Spirit tragen könnt und der Rest wird einfach in Vitality reingelascht. Was ihr natürlich auch noch machen könnt, ist eine optionale Sache, wenn ihr quasi noch mehr auf Survivability gehen wollt, noch auf Energy Shield mit Skillen und dann vielleicht hier ein paar Punkte in Cold Mastery, weil ihr kommt auch so auf die Max Cold Mastery, vielleicht noch mit in Energy Shield rein. Skillen könnt ihr auch machen. Ja, ich habe mich jetzt mal für die Vitality-Variante entschieden. Und zwar Items Death Fathom, ne? Das ist das hier, eins der seltensten Items, die es gibt, wird jetzt auch sehr valuable sein. Und das hat 30 Cold Skill Damage Max. Dann ein Nightwing's Wheel, genauso, sieht erstens geil aus, hat alles, was wir brauchen, All Skills, Cold Skill Damage, überall noch eine Facette rein. Ne? Das Teil wird ziemlich selten sein, mit 3 zu Blizzard und 15 Cold Skill Damage. Ich glaube, es hat letzte Letter 15, 10, 5 Bärrunde, irgendwie sowas kostet, also wird sehr teuer sein. Dann hier mit einem Maras, ne, für die Resis Spirit. Da habe ich jetzt einfach Tri-Res Boots genommen, da soll er auf jeden Fall auch Tri-Res Boots nehmen. Hier auch nochmal ein Ring mit 10 FCR und Resis, eine Arach. Hier könnt ihr, wenn ihr vielleicht auch statt Arach, könnt ihr einen Snowclash nehmen, wäre sogar die bessere Variante, denn ihr habt da 2 zu Blizzard, also nochmal 1 zu Blizzard dazu und noch Cold Absorb, weil dann könnt ihr quasi auch bei FCR ein bisschen das gleichzeitig aus. Ne? Ihr könnt auch natürlich Arach nehmen, dann könnt ihr auf die Ringe bisschen weniger achten oder andere Handschuhe anziehen, aber ihr könnt auch Snowclash nehmen für nochmal einen Blizzard Skill mehr. So, dann noch ein SOJ als zweiter Ring und dann noch Mage Fist. Ne? Also theoretisch am optimalsten wäre es, hier ein 10 FCR Mut zu haben und hier ein SOJ, weil solange ihr das nicht habt, würde ich quasi tatsächlich Arach nehmen, weil dann negiert sich dieser Plus, den extra Punkt, den ihr Blizzard habt, ne?
Also, bis ihr 10 FCR-Ammo habt mit 2 Cold-Skills, nehmt auf jeden Fall eine Arach, dann könnt ihr hier auch einen zweiten SOJ dazu nehmen, wenn ich einen finde. So. Im Inventar hier soll normalerweise der Cold-Skiller, der Cold-Thunder-Charm sein, den finde ich gerade auf dem Offline-Char nicht. Aber ne, denkt euch einfach den Cold-Thunder hier, Cold-Skiller. Dann Cold-Resis, damit ihr die negativen Resis wegkriegt, könnt ihr natürlich auch noch ein bisschen Feuer und Poisonriss mitnehmen. Und hier Torch und Ani. So, ihr seht, Resis sind fast gekappt. Wie gesagt, einfach da den Feuer-Resi-Charm mit dazu nehmen. Wir haben selber 105 FCR. Das reicht für den 105er Breakpoint. Und außerdem haben wir 75 Cold-Skill-Damage und die maximale negative Resistenzen. So, außerdem haben wir, wenn wir gebufft sind, wenn wir auf dem Off-Slot, ne, CTA standardmäßig, haben wir 15k Damage Blizzard und Glacial Spike 3k Damage. So, jetzt noch zum Merk. Da habt ihr einen Insight, eine Forti und eine Andarils Visage. So, jetzt kann ich euch gleich meine. So, jetzt noch der P8 Showcase. Jetzt seht auf einmal Cold Raptor Charm. Gerade eben war nicht da. Was ist da los? Und zwar, ne, ich habe zwar erwähnt, dass ich den nicht gefunden habe, aber ich habe, nachdem ich das Video fertig hatte, nochmal meine ganze Offline-Charts durchschippert, habe ihn dann gefunden und dachte mir, ich möchte es euch dann doch mit dem Showcase zeigen, weil ansonsten, ne, kann man das nicht wirklich greifen. Okay, wie gut ist die Cold Source wirklich oder wie krass OP ist jetzt wirklich? So, deswegen, ne, hier nochmal ein Showcase, Cold Rupture in einem P8-Szenario. So. Einmal hier ab dafür. Gehen wir jetzt in CS. Da hatten wir zwar sowieso nie so wirklich viele, aber zum Beispiel Size werdet ihr gleich sehen. Fliegt unfassbar schnell. Also hat jetzt P8 wohlgemerkt, ihr seht's. Okay, der Merk hat keinen Bock. Also ihr seht, fliegt keine. Ja, also. Das ist halt echt ein bisschen brachial. Wie gesagt, P8. Wie gesagt, wenn ihr auf Level 99 leveln wollt damit, go for it. Die ist unfassbar. Aber ihr merkt schon, ne, auch, ja, wieder diese ein, zwei Probleme. Ihr habt gerade gesehen, wie lange ich auf den Grand Vizier drauf gecastet habe, weil manchmal ist Blizzard einfach von seinem Patriot so echt hart weird. Deswegen soll das vielleicht das einzige Problem, aber sonst. Okay, er soll jetzt natürlich aufpassen, dass er nicht stirbt, ne? Der Post-Damage geht auch klar. Wohlgemerkt, wie gesagt, es ist P8. Sehr nice. Also, ihr habt gesehen, wie schnell ich jetzt einen CS-Run gemacht habe, ne? Nochmal zum Vergleich. Wir nutzen ein paar Pots. Nochmal ein Vergleich, ne, gerade in die Areas, wo ihr davor gar nicht machen konntet. Hier zum Beispiel Frigid Highlands. Zack, das ist alles P8. So, fällt einfach alles um. War davor gar nicht möglich. Okay, könnt teilweise sogar Telestompen. Also, es ist wirklich teilweise insane. Machen wir auch noch kurz Nila. Das zeige ich euch noch kurz. Weil, ne, das war zwar Nila, zwar nie Cold Immune, aber seine Mobs außenrum trotzdem immer und damit kann jetzt quasi, ne, ich sehe, das fällt einfach alles um, so es ist halt einfach P8, also ja, definitiv sehr krass, aber ne, ja, bisschen Pathing Probleme dann doch noch, aber ihr habt gesehen, unfassbar krass, macht auch, finde ich, sehr viel Bock, ne, einfach allein dieser Style, guckt euch diesen Style schon an, ne. Dann geht's jetzt wieder noch weiter zu dem nächsten, zu dem Blizzard Frozen Orb Trend. Showcase. So, jetzt zeige ich euch als Alternative noch, bis ihr dort seid, ne, weil es ist ja schon ein relativ teures Gear, einen Blizzard Frozen Orb Build. Den teste ich jetzt aus. Der ist relativ nice, weil ihr habt so das Beste von beidem bisschen kombiniert. Gerade wenn ihr noch P1 am F seid, hier. Habe ich Blizzard gemaxt, ich habe Frozen Orb gemaxt, ich habe natürlich Icebolt gemaxt, weil das ist eine Synergie für beide. Hab Cold Mastery auf 15 gepackt,
jeweils die restlichen Punkte drin und den Rest skill ich jetzt auf Eisblast und Glacial Spike, die dienen nur als Synergien für Blizzard. Aber das ist ziemlich geil, denn ich kann hier sehr gut farmen damit. Auch weil, ne, das letzte Problem von Blizzard ist ja immer, dass ihr ein Problem habt, die ganzen Mobs zu treffen manchmal, wenn die zum Beispiel nicht statisch sind. Und hier können jetzt halt einfach Blizzard reinhauen und dann mit Frozen Orb hier so alles noch auf dem Weg mitnehmen. Super geil, wie gesagt. Kann ich nur empfehlen beim Leveln. So. Machen wir mal, kommen wir. Also, ihr seht's. Also, ich sage, wir können natürlich auch euch. Überlegen, ob ihr vielleicht die Energy Shield Variante geht mit Frozen Orb, aber da komme ich in einem anderen Video dazu. So, also ihr seht, sehr geil, ne? Blizzard und Frozen Orb. Also kann ich nur empfehlen. Ist aus. So. Jetzt killen wir noch kurz Diablo. Und ihr seht, ne, da könnt ihr ganz gut farmen. Das ist auch ein bisschen schwieriger als das Bild. Nochmal das Bild, Viper Match Gears. Okay, Narach, aber sonst geht auf jeden Fall wunderbar damit. Und ihr killt einfach auch mit Frozen Orb und Blizzard. So, also ne, ihr seht, eine sehr gute Alternative, gerade wenn ihr online farmt, für 1, 3p oder so, 5p bin ich mir nicht sicher, habe ich noch nicht ausprobiert, aber gerade für 1 und 3p ist es sehr geil mit Blizzard und Frozen Orb, da seid ihr richtig schnell unterwegs. So, mein Fazit dazu, ne, Blizzard ist der neue Top-Notch-Bild, ist quasi der neue Hammerdien, ne, für Low Budget, das meistmöglichste, der meistmöglichste Gain raus, weil ihr die Charms auch, ne, die droppen wie die fliegen, also ihr bekommt so viel davon. Deswegen könnt ihr das auch relativ früh machen mit Frozen Orb Blizzard. Wie gesagt, ich würde erst darauf umspecken, wenn ihr diesen Corrupted Charm habt, denn dann habt ihr keine Immunitäten mehr. So. Ja, wie gerade im Fazit schon erwähnt, ne, Old Sorg ist halt das neue Top Notch. Ob man es jetzt mag oder nicht, mein Gott, es ist jetzt halt leider irgendwie so ein Konstrukt daraus, dass mehr Builds viable gemacht worden ist, halt auch gleichzeitig Cold Sorg mitgebufft worden, ziemlich krass sogar. Aber ich finde trotzdem im Ultra Endgame gibt es trotzdem noch andere Chars, zum Beispiel Fire Sorg wird im Ultra Endgame, kann auf jeden Fall auch ein paar kommen mit der Cold Sorg. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen und natürlich, ne, über ein Abo. Und ich stream außerdem 4-mal die Woche auf Twitch, Montag, Donnerstag 20:30 bis 23 Uhr und Freitag, Samstag 23:30 bis 3 Uhr nachts. Bis zum nächsten Video. Ciao.